30 Jahre internationales Müggelseeschwimmen bedeuten 30 Jahre Spaß am Freiwasserschwimmen für Schwimmfans aller Altersklassen. 3,5 Kilometer, das ist für viele eine Herausforderung, aber es ist ein ganz tolles Ambiente und wir freuen uns, dass die Turngemeinde in Berlin dieses Event jetzt schon seit 30 Jahren organisiert. Was 1994 mit 38 Teilnehmenden begann, hat sich nun zu einem festen Termin im Kalender aller FreiwasserschwimmerInnen entwickelt. Viele von ihnen sind seit Beginn an dabei und halten dem Event die Treue. Also ganz früher sind wir von Rahnsdorf bis ins Strandbad Friedrichshagen geschwommen. Dann gab es mal eine Zeit, so einen Dreieckskurs. 2 Jahre oder ein Jahr? Ja, vor Rahnsdorf. Und dann wurde es ja geändert, da waren es 2,8 Kilometer jeweils. Und jetzt wurde es ja dann irgendwann geändert, einmal quer rüber. Seit 2010 dient die Seglergemeinschaft am Müggelsee als Startpunkt für die 3,5 Kilometer lange Hauptstrecke. Und das Müggelseeschwimmen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Anzahl der Teilnehmenden steigt stetig von Jahr zu Jahr. Ein großes Lob geht dabei auch an das Organisationsteam der Turngemeinde in Berlin. Ausschließlich wird diese Veranstaltung durch ehrenamtliches Engagement geführt, geleitet und seit 30 Jahren vorangetrieben. Und das zahlt sich auch aus. 2024 gibt es weit mehr als 500 StarterInnen. Teilnehmerrekord. Der Startschuss erfolgt für alle auch in diesem Jahr durch den Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel. Und dann heißt es schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach immer schön und ist so gut organisiert, dass auch Begleitboote bei sind. Man fühlt sich sicher und macht einfach Spaß. Eine kleine Änderung gibt es zur 30. Ausgabe aber trotzdem. Statt im 3. Augustwochenende findet das Müggelseeschwimmen nun schon im Juli statt. Der Grund? Die hohe Blaualgenkonzentration im Spätsommer. Das schreckt aber keinen ab und die ersten Teilnehmenden kommen schon nach knapp 50 Minuten ins Ziel. Die Änderung nur eine der zahlreichen Besonderheiten des Müggelseeschwimmens aus den letzten 3 Jahrzehnten. Wir hatten einmal das Problem, dass wir so schlechte Sicht hatten, dass wir den Wettkampf abbrechen mussten. Und wir hatten ein andermal auch ein bisschen Prominenz mit dabei. Der Herr Hirschhausen ist mal hier geschwommen und dann ist das in der Fernsehsendung mit drin gewesen. In diesem Jahr passt aber einfach alles. Wetter, Teilnehmende, Atmosphäre. Im Ziel im Strandbad Rahnsdorf gibt es dann für alle eine Medaille und anlässlich des Jubiläums auch noch ein Handtuch. Eine gelungene Geburtstagsfeier. 30 Jahre Spaß am Freiwasserschwimmen für Schwimmfans aller Altersklassen. 30 Jahre Müggelseeschwimmen. Macht sofort Lust auf das nächste Jahr.